Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Light Platinum. Wir sind immer noch im Zerriberg, wo wir zuletzt auch aufgehört haben. Und ein wildes Pokémon lauert auf uns und es ist wieder ein wildes Onix. Gegen das meine Pussy nicht viel machen kann. Deswegen hauen wir einfach ab. Oh, hi. Meine Pokémon sind sehr stark. Lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen. Okay, süße. Liebe Rangerin Karin. Ein Bisa Knosp? Ob ich dafür das Richtige hab? Natürlich habe ich dafür das Richtige. Bisa Knosp wurde umgenietet. Oh, sie hat auch ein Glutexo, glaube ich. Ja, ein Glutexo, wie schön. So sah ich auch mal aus. Du hättest es übrigens schon entwickeln können. Warum macht ihr sowas nicht? Hätte ein Glurak sein können, dann hätte sie vielleicht ein bisschen mehr eine Chance gehabt. Stattdessen 6 tut zweimal meine Geschwindigkeit, obwohl schon einmal gereicht hätte. Herzlichen Glückwunsch. Exzellente Arbeit. Level 52, wunderbar. Und der Karin wurde besiegt. Ich habe nach einem ausgeglichenen Team gesucht, aber ich glaube, ich habe es noch nicht gefunden. Für ein ausgeglichenes Team solltest du auch mehr als zwei Pokémon haben, Kleines. Einen Ultraball gefunden. Yeah, Gott sei Dank fange ich so viele Pokémon. An einem Tag habe ich ein Pikachu in einer merkwürdigen Farbe gesehen. Ich dachte, es war krank. Aber ich habe gelernt, dass Shiny-Pokémon andere Farben haben. Dachte sie, das Pikachu wäre krank. Leider falsch gedacht. Ja, noch kein Shiny getroffen bisher. Ha! Wäre eigentlich schön, wenn in so Hex die Shiny-Chance gesteigert wäre. Mountain Cherry, Route 412 am Ende. Schön. Um ein starkes Pokémon zu fangen, solltest du einen Ultraball benutzen. Es funktioniert schnell und effektiv. Okay. Da weiß ich daher Bescheid. Und jetzt noch ein Zubat. Da kämpft der Pussy mal nicht gegen. Und was ich jetzt eigentlich machen kann, ist eigentlich mal wirklich Max Repel einsetzen, also maximalen Schutz hier. So, jetzt habe ich auch für eine Zeit Ruhe vor wilden Pokémon. Ich bin ein Trainer, der verrückt ist über Pokémon. Zoe wird jetzt kämpfen. Heißt du Zoe? Nehme ich da mal an. Ja. Ein Glumanda, dann hat es wahrscheinlich noch ein Glutexo und ein Glurak. Wer will Wetten eingehen? Ha? Das Glumanda war ja recht schnell besiegt. Oh, noch ein Shiggy. Ha. Hab kurz überlegt zu wechseln, aber das Shiggy sollte ich auch so in den Griff bekommen. Hoffen wir mal. Oh. Was war das? Oh nein, jetzt kennt das Schutzschild. Mäh. Mäh. Einfach nur mäh. Gott sei Dank geht das schief. Gott sei Dank ist gedankt. So, drum geht's hier auch weiter. 805 Erfahrungspunkte. Wunderbar. Und noch ein Bisasam. Könnt ihr die nicht entwickeln, bitte? Bitte. Naja, dann hätten wir auch das K.O. gehauen. Auch Kleinvieh macht Mist. Mein Glumanda wird sich in einen Glurak entwickeln. Ja, bestimmt. In einem Zug. Hä? Du willst nicht kämpfen? Heute werde ich ein Zubat fangen. Ja, viel Glück dabei. Wieder ein Fluchtseil gefunden. Was soll denn das, dass ich überall Fluchtseile hier finde? Fluchtseile sind für Pussys. Oh, ich bin draußen. Route 412. Ich gehe nach oben und komme nach unten hin raus. Macht nicht so viel Sinn. Bergserie, ja? Dieser Weg führt durch die Mountain Serie und bringt dich direkt nach Chromen City. Da war ich doch schon. Ja, dann gehe ich davon aus, dass ich jetzt einen Pokémon Surfer beibringen muss. Ist ja kein Problem, ich habe ja mein Gyarados dabei.
Ein Zerber ist ja auch keine schwache Attacke, von daher kann mein Garados das Seelen ruhig lernen. Ja. Ja, vergessen wir erstmal Wasserpuls, aber früher oder später könnte ich mein Garados auch Hydro-Pumpe vergessen lassen, weil Hydro-Pumpe einfach eine zu niedrige Genauigkeit hat, als dass man die Attacke dauerhaft haben will. Man kann ja hier jetzt surfen. Yay! Und da habe ich hier das komische Hai-Pokémon unter mir. Das sah witzig aus, hat nur keinen Sinn ergeben. Der Regen ist Teil meines Trainings. Oh mein Gott, dann ist das jetzt hier so ein Regengebiet. Das wurde in der 4. Generation, glaube ich, eingeführt, dass die Umgebung das Kampfgeschehen direkt beeinflussen können. Ja, es regnet. Ich glaube, Feuerattacken sind schlechter und Wasserattacken besser in dieser Umgebung. Aber ich bleib trotzdem bei Pussy. Oh nein, es hat Federtanz benutzt. Was macht das? Oh, meine Angriffskraft ist stark gesunken. Ja, dann werde ich nach hier dem Tauboga wechseln. Werde ich dann auch das Pokémon wechseln. Krokobok. Ach ja, nochmal Garados dran hier. Das kann der Garados machen. Warum auch immer du in dem Regengebiet einen Krokobok einsetzt. Aber ich frag nicht mehr immer nach dem Sinn hier. Wow, haben wir uns erstmal gegenseitig die Angriffskraft versaut. Gott sei Dank regnet es hier, weswegen ich eh schon ziemlich unbesiegbar mit dem Garados bin. Wenn man das Level der gegnerischen Pokémon bedenkt, natürlich nur. Ich könnte jetzt einfach ein richtig fieser Mob auftauchen und mich voll umnieten. Nidoran männlich. Oha. Das hättest du doch auch schon locker entwickelt haben können. Bis zum Nidokingo. Das ist immer die Frage, die ich mir stelle. Warum nicht? Ich nutze übrigens Eisstrahl einfach nur so. Einfach nur mal so den Eisstrahl gespammt. So, ja, natürlich habe ich Skill. Was denkst denn du? Ah, ich suche nach einem Luxio in diesem Gras. Es ist ein Pokémon von Typ Elektro. Ja, das weiß ich wohl. Und was machst du hier? Ah, ich versuche eine Angel zu finden, zu kaufen, aber es ist hart, sie zu finden. Ja, schade. Dieser ganze Regen ruiniert mein Haar. Mein schönes Haar. Oh, eine Lady, die Katja. Die Katja mit dem Gastrodon. Oh, das ist wieder Gestein, ne? Dagegen hat mein Glurak so praktisch gar nichts. Man meint bei ignorant Lava-Attacken hier, also Feuer. Ja, natürlich ist das nicht sehr effektiv. Muddy Water? Aha. Das hat wehgetan. Das hat sehr wehgetan, denn auch noch meine Geschwindigkeit fällt. Ne, dann muss ich wechseln. Das kann ich mir so nicht geben. Das kann so nicht angehen. Los, Garados. Hehehe, Angriffskraft gesenkt. Und natürlich macht es jetzt diese Attacke nicht nochmal, sondern geht direkt zum Body Slam über. Bodenlose Frechheit. Also es ist Zeit für Surfer. Dim, dum, da, 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 dum. Oh, ich muss mal gerade die Zimmertür zumachen. Ich merke immer, dass die offen ist, wenn auf einmal mein Kater reinkommt. So. Na, Spirit? Ja, wieder direkt vom Mikrofon. So wie du es ja so gerne machst. Spirit, du kriegst so keine Aufmerksamkeit. Ich muss nämlich hier das Gibbel mit einem Eisstrahl töten. Du kannst mich anfeuern. Feuerst du mich an? Hm, Spirit? Feuerst du mich an? Ach, viel zu wenig. Oh, ein Hypno. Das dürfte ordentlich Erfahrungspunkte bringen, hoffe ich. Ne, Spirit?
Aber jetzt kuschelt er sich an mich ran. Ja, dann kuschel doch mit mir. Ja, sehr brav. Giftgas. Der wird mich da wohl jetzt nicht vergiften. Doch. Natürlich wird er mich vergiften. Warum heißt es denn sonst Giftgas? Haben wir da noch einen Surfer drauf und dann haben wir das eigentlich. Und Katja wurde besiegt. Ich denke, meine Pokémon sind die schönsten in ganz Serie. Ja, genau. Sehe ich genauso. So, wollen wir hier Full Heal? Habe ich nur noch... Ah ne, das ist der Erfahrungszeiler. Da ist mein Gyarados. Kann ich auch gerade noch mal Hyper Potion einsetzen auf meinen Glurak. Oh, Hyper Trank. Um es mal auf Deutsch zu übersetzen. So, was ist denn hier der richtige Weg? Und was ist optional? Ah, wenn ich dir in die Augen sehe, kann ich sehen, wie dieser Kampf ausgeht. Okay. Bin ich mal gespannt, ob du da auch recht behältst, ne, Spirit? Ein Nidorina weiblich. Wer hätte das gedacht, dass ein Nidorina weiblich ist? Dann nutze ich Flügelschlag? Ja. Oh nein. Das hat ja wieder Gifthorn. Jetzt beißt es mich auch noch wie nervig. So, da ist es jetzt auch tot. Oh ne, ich will mal nicht wechseln. Geht meine Pussy halt drauf hier. Ach du meine Güte, das sieht aus wie ein Wasser-Pokémon. Das ist irgendein Vieh aus der dritten Generation, glaube ich dann. Boah! Screech? Oh, meine Verteidigung ist stark gefallen. Es wird dir viel nützen, wenn ich dich mit dem nächsten Angriff kalt mache. So, Flügelschlag, Flügelschlag, Flügelschlag. Es wird nicht direkt vom Mikrofon rumlaufen. Gorebiss, was ist das denn? Ach, noch ein Wasser-Pokémon. Ja, genial. Genial. Und die Vergiftung fügt mir immer schön weiter Schaden zu. Gleich bin ich tot. Ja, das könnte Gluraks Ende sein. Jetzt kommt die Vergiftung. Und das war's. Pech gehabt, Glurak. Dann halt jetzt ganz kurz mal Elevolta erklärt zum Vorschein. Donnerschlag. Da habe ich auch schon länger nicht mehr trainiert hier, der Delevoltek. Das muss ich ja bald wieder ändern. Ich könnte das auch eigentlich nach vorne tun. Ehrlich, du hast eine großartige Zukunft vor dir als Trainer. Dann muss ich mal hier gucken. Ne, da noch nicht. Ich muss hier auf Pokémon gehen und Glurak sein Item wegnehmen. Das Glücksei und das gebe ich dann, meinem Elevoltag. Ja. Und dann tausche ich die Pokémon da aus. Switch, ganz genau, und weiter geht's hier. Meine Käfer-Pokémon werden ganz nervös in diesem Regen. Na dann, schmeiß sie mir zum Fraß vor, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Lieber Jorg. Josh. Ja, Josh ist wohl am ehesten die richtige Aussprache. Es regnet. Los, Ruckzuckhieb. Wirbelwind. Wer wird kommen? Hast du dir einen ausgesucht, den du sogar töten konntest?
ersten Ruckzuckhieb. Oder benutzt es, wie heißt denn die Attacke? Das war im Falle nicht sehr effektiv. Tja, dann wirst du den Kampf wohl verlieren, wenn du so Attacken einsetzt. Er macht das wieder zum Mad-Pokal, ist unglaublich. Heracross, das ist ein Pokémon der zweiten Generation. Ich weiß gerade nur nicht seinen Namen. Wie hieß es denn? Wie hieß es denn? Es war ein Stahlkäfer-Pokémon, wenn ich mich recht entsinne. Wie hieß es denn? Verdammt, ich Jochai. Los, Donnerschlag. Oh, und der Takedown. Hat er jetzt einen Rückschlagschaden bekommen? Ich glaube schon. Ich glaube, das stand da. Na dann, Elevoltec, hau es tot. Hau es tot. Und noch ein Pinsir. Ja, das kriegen wir auch an den Griff. Und der Regen fällt weiter. Donnerschlag. Oh, er benutzt Rache. Das könnte wehtun. Geht noch vom Schaden. Naja, ich hab dann hier noch einen Donnerschlag. Noch einen Donnerschlag. Und auf Level 53. Wunderbar. Und da mal den George besiegt. Er hat schon mal gesagt, dass seine Kämpfer-Pokémon in diesem Regen nervös werden. Ist hier drin ein super Trank. Ja, wunderbar, das finde ich super. Und wenn es die ganze Zeit regnet, wird jeder verwirrt, irritiert. Und da will wieder jemand kämpfen. Zeit für einen Kampf! Zeit für einen Kampf! Oh, ich möchte kämpfen. Ich bin die Mariana und ich bin eine Käferfängerin. Und ich habe einen Ariados. Ariados! Bitte tu ihm nicht zu sehr weh. Ich liebe es. Ich kann ihm nicht erlauben, mir viel Schaden zu machen, denn es ist auch Gift. Und Gift stehe ich nicht so drauf. Darum hau ich es einfach tot. Einfach tot hauen. Und da kommt wieder hier Heracross. Wie war der deutsche Name noch? Scaraborn. Scaraborn. Ha. Wusste ich doch, dass ich den Namen kenne. Scaraborn. So eins hat er echt auch im Anime. Hat er... Keine Ahnung, er hat es recht oft benutzt, aber man hatte nie das Gefühl, dass es ein wirklich super starkes Pokémon war, fand ich. Aber das ist auch nur mein Eindruck, das so... eher ein absolut falsch sein. Und damit hätten wir das erledigt. Und jetzt kommt noch ein Pinsir, wie süß. Und da ist mein Kater wieder. Und da ist mein Kater wieder. Oh, das tötet mich jetzt. Oh, wie ärgerlich. Und dann ist Jarados wieder dran. Und der Regen fällt weiter. Drachenwut. Boom. Hehehe. Und Level 56. Wunderbar. Und noch ein... Nicht Pinsir, Sichlor. Sichlor. Sichlor heißt das Vieh. Ist das nicht auf Flug? Kann ja mal einfach einen Eisstrahl probieren. Wir werden sehen, wie gut das klappt. Das klappt sehr gut. Klappt sehr gut. Und dann hätten wir auch den besiegt. Wunderbar. Aria, das ist ein sehr starkes Pokémon, das recht gefährlich werden kann. Wenn du eines triffst, renn. Nein, ich töte es. Keiner. Wenn sie... Ja. Oh, da will wieder jemand kämpfen.
Meine Elektroattacken sind in diesem ganzen Regen noch stärker. Oha, ein Elektro-Pokémon-Trainer, wie es aussieht. Ein Luxio. Na dann. Auf in den Kampf. Oh, mein Angriff ist gesunken. Slam. Und seine Attacke geht daneben, dann kann ich es ja jetzt töten. Und der Regen fällt weiter. Der Regen fällt weiter und weiter. Elektabus, ist das ein Elektrek? Ich glaube. Jawohl, ich bin inzwischen fast schon gut mit dem englischen Namen. Und natürlich geht dann der Slam daneben. Spezialverteidigung, naja. Benutzt ja eh physische Attacken, von daher sind egal. Oh, ein Ruckzuckhieb. Und der Slam geht wieder daneben. Wieso? Wieso, wieso, wieso? Wieso? Und wieder daneben. Jetzt sinkt auch noch meine Verteidigungskraft. Langsam wird's hier kritisch. Langsam wird es kritisch. Natürlich. Inhalt zurück, Zuckhieb über. Dann macht er wieder keinen Schaden. Oh, probieren wir nochmal einen Slam. Ist doch voll doof. Ist doch voll doof. Also ein Volltreffer. Jedoch. Jedoch. Level 58. Line besiegt. Wenn es regnet, hat Donner eine 100%ige Trefferchance. Das stimmt. Oha. Da sind Büsche, die ich zerschneiden kann und dahinter ist wieder einer der Haupttrainer. Ich glaube, da sollte ich vorher mal ein bisschen in meinem Team rumheilen. Und mein Glurak wieder beleben. Wenn ich den Kampf auch erfolgreich überstehen kann, den ich dann erwartet. Ja, maximale Wiederbelebung. Super Trank hatte ich da auch einen gefunden. Ja. Auf ihn hier. Wunderbar. Jetzt fühle ich mich bereit zu kämpfen. Sieh an, da bist du wieder. Ich denke, das Schicksal hat uns als Rivalen auf unseren Reisen zusammengebracht. Heute werde ich dir das Resultat meines Trainings zeigen. Dum, 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 dum. Trainer Rot möchte kämpfen. Ein Shelgon? Aha. Na denn? Kämpfen wir gegen das Shelgon. Ich hoffe, er hat es... So, da hatte ich gerade die Aufnahme mal kurz pausiert, weil ich dachte, es gäbe Ärger mit dem Sound. Jetzt sah es gerade so aus, wie jetzt gäbe es anderen Ärger, aber es sieht nicht so aus. Also machen wir weiter. Und jetzt ein Sichlor. Warum hast du ein Sichlor? Hast du schon immer ein Sichlor? Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Soll ich mich erinnern? Bin ich jetzt ein schlechter Trainer? Setz das wie einfach Slash ein, also Zerschneider. Ist ja wohl nicht zu fassen. Oder Spirit. Und noch ein Lucario. Lucario? Naja. Das sollte ja auch noch zu besiegen sein. Das ist nicht sehr effektiv. Direkt erstmal eine falsche Attacke benutzt. So machen wir dann als guter Trainer. Dann bleiben wir bei Ruckzuckhieb.
Ein Volltreffer macht nur so wenig Schaden. Sagen Sie mal, was ist denn dann effektiv? Was ist denn dann jetzt hier effektiv? Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Jetzt würde... Ne, so kann das nicht mehr angehen hier. Jetzt noch deine Verteidigung erhöht, dann muss ich leider das Pokémon wechseln. Dann ist hier jetzt Schluss mit lustig, da werde ich ganz bockig. Extremspeed. Oh, ho. Ist dann wahrscheinlich noch schneller als nur so ein Ruckzuckhieb. Warum setzt ihr jetzt Flügelschlager ein, wenn ich Lavasurf machen könnte? Ja, den Schaden habe ich verdient. Und Lava Surf. Oh, und nochmal Extrem Speed. Den Schaden habe ich dann wohl auch verdient. Und den Volltreffer auch. Aber jetzt glaubt das Lucario dran. Das ist sehr effektiv. Natürlich. Natürlich finde ich diese sehr effektive Attacke erst, wenn schon fast alles durch ist. Na, den Jammfeind mal geworden. Ne, Rairot. Wow, es ist, als wärst du unbesiegbar. Du bist immer einen Schritt voraus. Du bist jedes Mal, wenn wir kämpfen, einen Schritt voraus. Das war ein großartiger Kampf. Du hast wirklich das Beste aus den Fähigkeiten deiner Pokémon herausgeholt. Ich werde beim nächsten Mal werde ich stärker sein. Hoffe ich doch. Denn ich werde höchstwahrscheinlich nicht schwächer sein. Hi. Ich bin bereit für den großen Pokémon-Contest in Zentralstadt. Ja, schön für dich. Wie heißt das Vieh? Quappo ist Kampf und ist ein Mix aus Wasser- und Kampftyp. Wie großartig. Wie großartig. Ah, da muss ich jetzt wieder vorfliehen. Nom nom nom. Es regnet. Natürlich regnet es. Natürlich regnet es. Halt einfach mal davon. Und du willst kämpfen? Ja, dachte ich mir doch. Oh, überall mit jedem Pokémon zu trainieren, das ist das Ziel als ein Trainer. Na dann, zeig mal, was du hast. Ein Pikachu! Ah, wie süß! Ah, wie süß! Haben wir da doch mal einen Ruckzuckhieb drauf. Und natürlich bin ich paralysiert. Und natürlich beherrscht es sowas wie Doppelteam. Wie nervig! Aber wir treffen es, das ist gut. Das ist gut. Dumm-di-dumm, ich habe diesen Kampf verloren, aber ich bin bereit für mehr. Okay. Viel Spaß mit deinem toten Pikachu dann. Oh, ich suche nach einer guten Angel, aber es ist hart, eine zu finden. Ist hier der Weg noch viel länger. Ich werde dir zeigen, wie stark Wasser-Pokémon im Regen sind. Oho. Na dann, viel Spaß dabei. Oh, ein Remoraid. Kannst du da nicht wenigstens ein richtiges Wasser-Pokémon nehmen und nicht so ein Witz? Ist ja schon fast beleidigend. Oh, und dann benutzt es Fokus. Und pumpt sich auf. Jetzt pumpt der Schub. Und es ist tot. Ein Wartol, das ist glaube ich ein Shellock. Ja, ja, ein Shellock. Shellock! Ah, Shellock hatte meine Lieblingsstimme der drei Shiggy-Pokémon, also Shiggy, Shellock und Turtle. Es hatte so frech, aber stark. Im Gegensatz zu Turtag, was nur stark war, und Shiggy, was nur frech war. Ach, das hatte schon was.
Das hatte schon was. Der Regen fällt weiter. Oh, ich bin vollständig paralysiert. Und wieder Rapid Spin. Irgendwie ist die Attacke ja saucool animiert. Ich weiß es auch nicht. So, dann hätten wir auch das Schiller besiegt hier. Trotz Paralyse. Schäm dich, Mädchen. Ah, Gott sei Dank habe ich meinen Regenschirm. Ich wäre vollkommen durchnässt ohne ihn. In der Tat, das wärst du. Oh, ein Magnet. Den brauche ich zwar nicht, aber ist bestimmt nett zu haben. Willst du kämpfen? Ich habe einen Miltang und einen Taurus. Jetzt will ich einen Relaxo, um ein Team von Normal-Pokémon zu vervollständigen. Komm, kämpf mit mir. Zuliebe der Camper werde ich gewinnen. Okay. Dann zeig mal, was du kannst als Camper. Ein Girafarik. Das wird lauf vor dem Mikrofon her, das lieb ich. Finde ich richtig spitze, wenn du das machst. Richtig spitze. Das erste, was sein Pokémon macht, ist weglaufen. Wunderbar. Vollständig paralysiert. Und der Regen fällt weiter. Bleiben wir mal hier schön bei Ruckzucki, denn ich streiche gerade den Spirit nebenher, da habe ich eh nur eine Hand frei. Und ich bin tot. Tja, Spirit, ich muss das Pokémon wechseln, ich kann dich nicht weiter streicheln. So, jetzt ja nicht wieder streicheln. Flügelschlag. Und noch... Ach ja, hat ja noch sein Girafarik. Ich habe gerade überlegt, welches Pokémon wir jetzt kommen. Aber das habe ich ja schon mal gesehen. Ich glaube, da benutze ich einfach direkt Lava Surfer. Yep, da sind auch K.O. Und da war den Camper Wort gemacht. Manche Niederlagen lernen einen mehr denn als Gewinne. Ja. Ich suche nach einem Luxio. Ja, viel Glück dabei. Oh, ein Blizzle. Oder ein Blitzle. Ist das vom deutschen Blitz abgeleitet? Das wäre ja witzig. Man weiß es nicht. Willst du noch kämpfen? Ja, natürlich. Ich werde dir zeigen, wie stark meine Wasser- und Feuer-Pokémon sind. Na dann mach das mal. Deine Wasser- und Kampf-Pokémon. Ein Mashok. Das ist ja nett, aber Flügelschlag wird es wahrscheinlich töten. Ist ja sehr effektiv und so, ne? Ja. Natürlich, Spirit. Nach dem Streichen kommt immer sofort Beißen und Kratzen. Gott sei Dank hast du keine Freundin, Spirit. Die wird dich dafür umbringen. Und da ist auch ein Quappo. Sieht ein bisschen merkwürdig aus hier. Ha. Das ist sehr effektiv, aber das Quappo ist nicht besiegt. Jetzt gibt es eine Submission. Das wird noch vom Rückschlag getroffen, okay. Interessant. Aber dann beenden wir das jetzt hier auch mit Flügelschlag. Und wir haben Marek besiegt. Ah, Pokémon verdienen immer eine ordentliche Pause nach einem langen und harten Kampf. Hi, na? Mein Pichu und ich ruhen uns hier aus. Oh, die will auch kämpfen. Ich werde dir zeigen, wie stark Wasser-Pokémon im Regen sind. Das höre ich nicht zum ersten Mal, Kleines. Das höre ich wirklich nicht zum ersten Mal. Aber du bist die Erste, die dann auch Noctillery einsetzt. Respekt dafür schon mal.
Was war das? Octosuka? Aha. In der Tag habe ich noch nie was gehört. Schade, dass sie daneben ging. Schade, dass sie daneben ging. Lopunny? Ist das überhaupt ein Wasser-Pokémon? Ich meine, das wäre normal. Yep. Yep, 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 yep. Zeit, das gibt's töten. Oh, ein Volltreffer. Jawoll. Wir haben gewonnen, 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 wir haben gewonnen. Oha. Lunik, hey Navik, es ist eine lange Zeit, es ist lange her seit unserem langen Kampf. Möchtest du gegen mich kämpfen? Ja. Lass uns einen großartigen Kampf haben. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich gegen den kämpfen will. Ich habe gar nicht so eine großartige Pokémon-Auswahl im Moment. Oha. Der ist Kampf und Feuer. Da könnte mein Glurak noch eine gute Schnitte gegen haben. Wenn der Flügelschlag ordentlich Schaden macht. Wow, was ein Angriff. Hast du ja die eine Attacke, die du hattest, wunderbar genutzt, du Vogel. So, Luxray. Da kann ja dann eine Feuerattacke her, nehme ich an. Der Regen fällt weiter. Und Lava-Surfer. Und der benutzt Scary Face, was mich viel langsamer machen wird. Was zu diesem Zeitpunkt relativ egal ist, weil er mich eh mit einer Attacke töten könnte. Und es auf diese Art und Weise verkackt. Mein Glückwunsch. Ein Garbite? Keine Ahnung, was das ist. Ah, okay, das Vieh. Das Vieh ist es. Das benutzt der Schneider. Das tötet mich wieder nicht. Das ist ja schon bald witzig. Wie die einfach total darin versagen, hier einfach zu töten. Ah, Drachenklaue, das sollte es jetzt gewesen sein. Yep, yep, yep. Und dann bleibt mir nur noch mein Garados. Wie traurig. So, das denkt mal schön deinen Angriff hier, du Drachenhai, sonst was Pokémon. Und Surfer. Und gewonnen. Glückwunsch, du bist so, du bist stärker denn je. Nachdem ich alle Arena der Zeri-Liga geschlagen habe und dann die Top 4, werde ich zur Weltmeisterschaft gehen. Ich hoffe, ich werde dich dort treffen. Na, ich hoffe doch auch. Und einen Wasserstein gefunden. Einer. Ja, ja. Er ist bereit für den großen Pokémon-Schönheitswettbewerb. Polizei im Teamsteam. Das ist das letzte Mal, dass wir dir diesen Vorschlag machen. Gib jetzt auf und nichts wird passieren. Und euch wird nichts passieren. Wir haben bereits Terra gefangen genommen. Und sie wird freigelassen, sobald wir eure Operation verhindert haben. Oh, ich bin von deinem Einsatz beeindruckt. Aber ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich muss schnell gehen, also bis bald. Ich bin weg, um die Welt zu retten. Ah, sie sind uns wieder entkommen. Aber ich bin sicher, die Pokémon-Gemeinschaft wird sie stoppen. Wow, ihr seid so nützlich. Wie dem auch sei, wir sind in der nächsten Stadt angekommen und damit beende ich diesen Part. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.